Ja, hallo liebe Leute, willkommen zur zweiten Folge hier im schönen Spiel Foundation mit meinem derzeitigen kleinen Dörfchen Utermia, wo sich schon ein paar Leute angesiedelt haben und zu uns gestoßen sind. Sie haben auch schon fleißig Häuser gebaut, sogar mit Zäunen, wie man hier sieht. Sehr schön alles. Und wir werden auch weiter ausbauen jetzt und werden sehen, wie viele neue Dorfbewohner dazukommen. Ich werde auch gleich hier noch das Wohngebiet, denke ich, ein Stück weiter erhöhen können, damit noch mehr sich ansiedeln werden. Wir haben ja auch gesehen, dass da ein Faktor auch mit einer Rolle spielt, und zwar die Zufriedenheit der Bürger. Und werden gucken, was wir in diese Richtung noch machen können. So, von den Zonen her, ja. Es geht. Ich kann weitere Wohngebiete hier hinzufügen. Das ist schon mal gut. Eine Aufforstung kann ich auch machen, wenn ich möchte. Aber eine Aufforstung brauche ich gerade jetzt noch nicht. Hier ist erstmal noch genug. Genug Holz vorhanden. Kann man hier eigentlich irgendwo die Zufriedenheit im Allgemeinen sehen? Das ist nur der Haushalt, die Einnahmen, Ausgaben. So, also hier ist schon mal das Lagerhaus. Wir lagern hier. Kann man das ein bisschen höher ziehen? Ja. Das funktioniert wunderbar. Wir lagern hier einmal Beeren ein, würde ich sagen. Wir lagern Bretter ein. Ja, scheint es ja jetzt gestellt zu sein. Und wir lagern auf jeden Fall Stein ein. Ah, Wollkleidung. Resources, Wool and Cloth. Das ist noch nicht richtig übersetzt. Gut, wir haben jetzt die Steine. Bretter könnten wir noch einlagern gerade. Das wäre auch noch eine Idee. Bretter. Die sollen ruhig erstmal eingelagert werden. Jetzt hat das aber immer noch nicht meine Frage geklärt, ob man hier auch irgendwie noch Zufriedenheit sehen kann. Aufgabenliste. Freischalten einer Handelsroute. Okay. Das werden wir auch demnächst machen. Das ist nämlich dann super möglich mit den Brettern. Bretter 15. 15 schon eingelagert. Sind gerade kurz verschwunden, bestimmt wegen des Transportes. Die Aufgabenliste können wir ja mal weiterhin drin lassen. An Beeren reicht es wohl nicht so. Es könnten mehr sein. Ja, ist halt nur die Sache. Um Beeren zu kriegen, müsste ich mich ganz schön weit hier drüber expandieren. Kann man denn für Lebensmittel jetzt noch was anderes bauen? Beispielsweise eine Fischerhütte oder so? Ja, jetzt nicht hier vielleicht irgendwie. Schalte Fischerhütte frei. Ist noch gesperrt. Es geht also noch nicht. So brauche ich noch ein bisschen mehr. Oh, Prunk! Vielleicht bekomme ich das ja, wenn ich dann die Handelsroute freigeschaltet habe. Vielleicht gibt es dann ein bisschen mehr Prunk noch dazu. So als erfüllte Aufgabe. Das könnte durchaus der Fall sein. So, wir haben jetzt hier ein Forsthaus. Ah, damit können wir dann aufforsten, wenn wir es benötigen. Könnte ich dann zum Beispiel hier hinten so ein kleines Gebiet machen.
was aufgeforstet wird. Dann gucken wir mal, ob die Gebietszone nicht so krass haben. Werde ich mal das Wohngebiet hier, weil ich jetzt halt ziemlich grün noch, gerade so eine grüne Grenze. Den Abbau werden wir mal hier entfernen, damit sich das nicht so blockiert. Ja, wir werden dann, denke ich mal, doch das Gebiet hier noch dazu holen. Auch wenn hier leider weiter keine Beeren zu finden sind. Kann ich denn noch jemanden den Bärenabbau zuwerfen? Das wäre natürlich auch noch Sammler einer. Ja, noch ein zweiter und noch ein dritter. Das ist schon mal gut. Wie geht das mit den Bären auch ein bisschen zügiger, dass sie gesammelt werden. Keiner muss hier hungern. Dorfbewohnerliste. Haben jetzt alle eigentlich? Es haben gerade momentan alle eine Arbeit. Steine werden auch gut gesammelt im Lagerhaus. Das freut mich sehr. Oh ja, hier sehen wir, haben wir einen Engpass bei den Bären. Es ist doch ganz gut, dass wir jetzt doch noch drei kleine Personen den Bären zugewiesen haben. Nun gut, also die Bären, die kommen jetzt. Das ist auch fast abgebaut hier. Da können wir eigentlich schon fast... Ja, es ist schon noch ein bisschen was da. Eine ländliche Kirche bauen. Ach, die gibt zum Beispiel einmal schon Prunk für den Klerus, die ländliche Kirche. Das ist doch auch schon mal eine schöne Sache. Was kostet die? 5 Werkzeuge, 20 Stein und 10 Bretter. Bretter haben wir jetzt 25. Da könnten wir doch eigentlich per Handel hier schon bei, zum Beispiel schon die Handelsroute freischalten. Handelsroute freischalten für Davenport. Das machen wir auch mal. Und wir verkaufen. Will ich jetzt schon was verkaufen? Baut ein Lagerhaus, erlaube den Kauf von Werkzeug über das Handelspanel. Okay, dann machen wir das mal. Werkzeuge brauchen wir. Kaufen bis zum Wert. Und machen wir mal 20. Ich denke, das ist gut. So, und Werkzeuge einem Warenlager zuordnen. Das fehlt noch. Ah, okay. Damit das eingelagert wird. Und dass sich so tief verschiebt. Dann würde ich hier sagen, könnte eigentlich auch das Holz... Nee, warum habe ich denn zweimal Bretter hier? Ist ja auch merkwürdig. Das ist doch oft das beides Bretter, ja. Ja, dann nehmen wir hier mal Werkzeuge so. Wunderbar. Ah, und prompt schließen sich zwei neue Dorfbewohner an. Die natürlich erstmal herkommen müssen. Aber dann könnten wir doch jetzt eigentlich schon mit der Kirche beginnen. 7 Holz. Werkzeug haben wir genug. Stein haben wir genug. Hm.
Nun sieht die denn ganz gut aus. Wenn wir das dann später hier noch erweitern, finde ich, ist die gar nicht mal so verkehrt, wenn sie hier steht. Das wäre also erstmal der Kern. Ah, je größer sie ist, umso mehr erhöht sich dann auch der Prunk beim Klerus, wie wir da oben hier sehen. Hier, guckt. Kostet aber dementsprechend dann auch ein bisschen mehr. Wobei sich das hier nichts nimmt, jetzt von den Gesamtkosten gerade. Eine Tür wäre gut. Ach, kann man die gar nicht vorne ranbauen? Hier so an die Seite. Doch. Geht. Dann möchte ich das als Eingang. Kleiner Turm A. Bringt der auch noch was? Scheint zumindest so. Eine Erweiterung. Ach, damit kann man bestimmt das Gebäude ein bisschen größer ziehen. Dann kann man noch eine ransetzen. Ja, das geht. Kleiner Turm A und kleiner Turm B. Gibt leider gerade nur erstmal eine Holzerweiterung. Eigentlich gefällt mir das ziemlich gut. Der Glockenturm. So, Gesamtkosten haben wir dann 95 Steine, 60 Bretter und 22 Werkzeuge. Das sollte aber dennoch machbar sein, denke ich. Nein, entfernen wir das nicht. Ich würde lediglich die Höhe noch um 1 reduzieren. Ja, gefällt mir so. Baubeginn. Mary bringt schon mal 40 Steine. Hohoho. Die hat aber Kraft. Die gute Mary. Sind denn die Dorfbewohner jetzt schon angekommen? Ja, scheint so. Beide arbeitslos. George und Martin. Mhm. Wir haben ja jetzt genug Personal, gerade noch kein weiteres Gebäude jetzt im Bau. Könnten wir auch erstmal Arbeit dazuweisen. Arbeitsplatzliste. Lagerhausträger, Holzfäller. Wir brauchen, denke ich mal, auf jeden Fall noch einen Steinmetz. Und einen Schreiner. Das ist auch nochmal wichtig. Mehr ist erstmal noch nicht drin. Der eine Träger, der reicht noch erstmal. So, 13 Bären bisher. Das wären auf jeden Fall schon mal mehr. Da rentieren sich die. Zwei Leute mehr. Die da arbeiten schon ganz gut. Dominique geht zur Arbeit, um Holz zu sammeln.
Neues Gebiet können wir uns gerade noch nicht leisten. Das ist aber auch nicht das Problem. Schön finde ich halt auch, wie die Wege sich generieren. Ne? Das mache auch gar nicht ich, sondern das bildet sich immer sehr dynamisch danach, wo die Gebäude stehen. Hey, da fällt mir gerade auf, gab es das vorher auch schon? Also, wisst ihr, was ich meine? Dass hier die Schornsteine dampfen? Das gefällt mir ziemlich gut. Kommen immer mehr Effekte hinzu zum Spiel. Auswärts essen. Mein Lord, wir müssen wählen, wem wir helfen wollen. Jetzt haben wir hier verschiedene Aufgaben. Wird Ihnen ein Auftrag geben. Genau, ich könnte dem König helfen, dem Klerus oder dem Volk helfen. Kann ich jetzt noch einsehen, dass mir hier was bringen würde? Für die? Das geht zum Beispiel nicht, weil ich da Prunk brauche. Hier brauche ich keinen Prunk. Schalte hölzerner Bergfried frei. Holzwand frei. Und große Steinmauer frei. Beim Klerus, da brauche ich sogar 5. Damit die ländliche Kirche zusätzliche Gebäudeteile hat. Ich glaube, dem Volk würde ich helfen. Die Belohnung ist auch plus 10 Einfluss. Einfluss war, ne? Genau. Einfluss bekomme ich da mehr beim Volk, aber jetzt nicht zwingend Prunk. Liefere ihnen 30 Beeren. Ich denke mal, ich werde das dem Volk liefern. So, fleißig, fleißig, fleißig. 60 Tage haben wir dafür Zeit. Ne? Wir haben es ja schon fast. 23 Bären sind es ja schon. So viel essen sie dann doch nicht, die Dorfbewohner. Benötige Waren im Lagerhaus. Ja, da fehlen noch ein paar. Wirkt für mich ja so ein bisschen unsortiert hier. Bisher noch die Waren. Aber was soll man anderes erwarten, ne? Wenn hier ein Arbeiter ist. Wir haben ja wieder ein paar neue, genau. Ist noch jemand arbeitslos? Ja, Karl ist arbeitslos. Karl könnte aber auch Holzfäller werden. Damit der Abbau hier noch ein Ticken fixer geht. Aber erstmal nochmal nach den Arbeitsplätzen. Wir nehmen erstmal noch einen Schreiner dazu. Solche fleißigen Bienchen. Kirche, die hier im Aufbau sich befindet, wird strahlend schön.
Dorfzentrum, ein kleines Warenlager. Oh, das hat also auch als Warenlager fungiert. Ah, die Leute sammeln auch schon Holz für schlechte Zeiten, falls mal irgendwann der Winter einbricht. Das ist ja auch nicht verkehrt. So, was fehlt hier noch? Ah, es fehlt immer noch einiges an Stein. Werkzeuge fehlen auch noch. Bis die Kirche fertig ist, wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Die Gebietszonen sind weiterhin noch völlig in Ordnung. Jetzt geht's aber schneller hier langsam mit dem Holzfällen. Beziehungsweise mit dem Bretterabbau. Dann werde ich doch nochmal Karl rausnehmen. Und Karl hier noch zuweisen. Sag mal bitte noch ein bisschen Holz mit absammeln soll. Benötige Waren im Lagerhaus. Okay, wir haben jetzt 31 Beeren. Wir wollen, dass das Maximum hier eingelagert wird. Damit wir diese Aufgabe erfüllen können. Sonst hortet hier nämlich die gute Mary, die hier ihre Arbeitsstelle hatte, tausende Beeren, die dann noch vergammeln. Und das muss ja nun auch nicht sein. So ein kleines Mini-Bäumchen, was hier noch hinten steht. Hinter der entstehenden Kirche. Ja, und wir befinden uns schon in der Woche 9, Tag 2. Hier am Hang wäre es doch auch noch schön, wenn hier noch was entstehen würde. Neue haben wir gerade noch nicht. Ich werde aber, denke ich, dennoch hier an der Stelle dann Dorfbewohner siedeln lassen. Na, dann können wir ja das Gebiet hier schon mal zuweisen. So ein kleines Zipfelchen an Grünfläche hier, wo es jetzt nicht möglich ist, gerade zu siedeln. Gut, Gold haben wir auch gerade noch in Hülle und Fülle. Könnten wir endlich mal ein neues Gebiet uns dazu kaufen. Ach, hier ist sogar ein Weg nach oben, sehe ich gerade. Gibt es hier denn was? Auf jeden Fall Wald ohne Ende. Hier oben könnte dann mal ein Anwesen entstehen. Eigentlich keine so schlechte Idee. Ist sogar kostenlos. Mhm. Und dann haben wir dieses Gebiet erhalten. Ach, und wir können noch eins holen, kostenlos. Wunderbar. Ab jetzt kostet's was. Okay. Ist nur noch die Frage, ob die Dorfbewohner da hinkommen, wenn man jetzt gewisse Gebiete nicht hat. Eigentlich müsste das trotzdem klappen. So, verbleibende Tage 53.
Reihe sind wieder eingelagert. Ich möchte eigentlich nicht, dass sie so viel hier gerade verkauft. Ich weiß nämlich nicht, ob ich dann hinterherkomme. Was passiert denn, wenn ich hier auf Ablehnen drücke eigentlich? Das ist noch nicht exakt erklärt, was genau damit gemeint ist. Wir sollten auf jeden Fall demnächst weitere Beeren sammeln. Ach, das hier scheint sowas wie eine Art Eisenvorkommen zu sein. Das ist auch gut. Aber noch haben wir ja Zeit. Ich werde schon mal eine weitere Sammlerhütte bauen, um auch der Aufgabe gerecht zu werden. So, geht mal das da bitte erstellen. Auf jeden Fall kann man auch mehr jetzt schon bauen. Jetzt gibt es hier auch schon eine Weizenfarm. Benötigt ein Bürgerliche. Ah, okay. Bäckerei auch. Ah, die arbeiten jetzt gerade schon ganz schön was ab an Holz. Wie sieht es denn hier jetzt aus? Fehlt doch gar nicht mehr so viel. Werkzeug ist auf jeden Fall noch vonnöten. Oh, ist denn schon jemand auf dem Weg dorthin? Der Bauarbeiter Otto. Ich arbeite, ich baue. Ja, der baut. Und die Bauarbeiterin Mary geht zur Baustelle, stand da gerade. Aber du bist noch nicht bei der. Das heißt, die arbeiten gerade beide gemeinsam hier an der Kirche anscheinend noch. Bis die fertig wird. Ist dann halt die Frage, ob das nicht ein bisschen knapp wird. Mit den Beeren. Das jetzt schon zu schaffen. Warten auf einen Baumeister. Ja, es gibt hier halt noch nicht so viele. Aber vielleicht können wir da auch noch was bezüglich der Arbeitsplatzliste machen. Im Lagerhaus beispielsweise einen Träger rausnehmen. Und deine lassen wir mal noch. Nochmal vielleicht einen Holzfäller rausnehmen. Wobei, jetzt hätten wir einen Arbeiter mehr, ne? Nimmst du doch jetzt aber schon hier als arbeitssuchend angezeigt. Oh, es sind sogar schon einige wieder. Antoine, dann wirst du Bauarbeiter. Dann hätten wir drei. Und Harry wird auch mal noch ein Bauarbeiter.
Kann ich ja dann auch noch mal sonst rausnehmen. Hat immer noch keiner auf dem Weg dorthin. Die warten mit Sicherheit auch auf Holz. Ergo, hier sind drei Holzfäller drin. Bauen wir auch noch einen weiteren Holzfäller. Den können wir dann aber gleich hier oben, denke ich, hinbauen. Ah, da kommen schon die nächsten, ja. Holzfällerlager. Dort an die Ecke bauen wir noch eins. Ich denke, das passt da auch. Ah, Harry bringt gerade jetzt die letzten, anscheinend die letzten Bretter, die benötigt werden. Dann fehlt nur noch das Werkzeug und dann ist die Kirche schon fertig. Ja, mit den Bären sieht es gerade noch sehr, sehr schlecht aus. Ich werde mal, kann man ja auch Prioritäten zuweisen, ne? Gebäude priorisieren. Otto. Bring doch bitte mal ein paar mehr Bretter. Also gut, das wird schon mal erbaut hier, das zweite Holzfällerlager. Gebäude fertiggestellt, Holzfällerlager, okay. Mal einen Dorfbewohner rein. Hier sind jetzt gerade noch drei arbeitslos. Und die drei würde ich dann ganz gerne hier reinschicken. Das Gebäude ist ja priorisiert. Ich bräuchte eigentlich auch schleunigst mal ein bisschen mehr Holz. Dann machen wir mal zwei hier rein. Sind ein bisschen weite Wege. Ich kann das natürlich dauern. Es siedeln sich immer mehr Wohnhäuser hier auch an. Zwei neue Dorfbewohner schließen sich an. Wunderbar. Oh, und es neigt sich dem Ende die Kirche. Bald ist das kleine Prunkgebäude. Fertig. Und die Waren sehen auch langsam hübscher aus hier im Lagerhaus, die eingelagert werden. Ein bisschen die Geschwindigkeit erhöhen. Kann sie das auch ein bisschen fixer machen. Und da ist es. Die Kirche ist fertiggestellt. Erhöht den Rang eurer Dorfbewohner auf bürgerliche. Zwei freie Territorien dazu. Oh. Und vier neue Gebäude freigeschaltet. Ja, wenn ich mal schon die anderen machen könnte.
Pracht deines Dorfes hat eine neue Stufe von Freischaltmöglichkeiten ermöglicht. Super. So kann man das auch ausblenden. Das ist jetzt weg. Es geht auf jeden Fall schon zur Sache. Wird trotzdem knapp. Ist halt doch ein Stück. Zwei sind wieder arbeitslos. Heißt, wir könnten... hier noch ein Lagerhaus bauen. Wobei es sind ja die Träger, ne, die das holen. Denke ich, ne? Das hier ist Otto. Gut, Otto ist aber ein Bauarbeiter, ne? Er hat sogar schon ein höheres Level erreicht, wenn ich das hier sehe. Bauarbeiter Level 1. Dann arbeitet er bestimmt effizienter. Otto ist der Baustelle zu liegen. Ja, aber Priorität liegt doch immer noch hier. Auf der kleinen Hütte. Ja. Schon. Die sammelt mir hier zu viel. Zu viele, Beeren. Wenn ich jetzt das hier auf Brot ändere, ist dann die Frage, ist es eingelagert? Nee, ist nicht eingelagert. Wird es denn noch wieder zurückgeholt? Oder sind die Waren einfach verloren? Das haben sie nämlich sonst ein bisschen... blöd gemacht, finde ich. Handelswaren gerade momentan kaufe ich ja nur. Könnte natürlich mit dem Gold auch zusätzlich welche kaufen, um die Quest zu erfüllen. Ist jetzt nur die Frage, ob sie mir verhungern, aber auf jeden Fall ist hier die nächste Sammlerhütte fertig. Nehmen wir auf jeden Fall hier nochmal einen raus. Agnes. Agnes, du kannst hier auch noch erstmal mit Beeren sammeln. Wir brauchen dringend fix Beeren. Sonst wird das nämlich zu knapp mit der Mission. Ja. Wirkt erstmal so, als wenn... die Beeren leider verloren sind, wenn man den Reiter wechselt. Das ist doof. Wie lange können die denn jetzt ohne Nahrung auskommen? Ist ja auch noch eine interessante Frage. Wir haben noch das Abbaugebiet vergessen. Das hier könnte eigentlich... alles erstmal wegholzen. Ja. Gut. Für heute war es das erstmal.
In der nächsten Folge wird es weitergehen. Da werden wir dann schauen, ob wir unser Ziel auch erreichen. Mit den 30 Bären, dass wir die noch zusammenkriegen. Und ich hoffe, dass unsere Dorfbewohner bis dahin nicht verhungern werden. Ja. Ich hoffe, die Folge hat euch auch gefallen. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Lasst einen Like da. Oder ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns. Bis dahin.